Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life Opposing Force. Meiner Stimme geht es etwas besser. Es ist auch schon einen Tag später. Ich muss ganz schnell etwas wieder mal auf dem Tisch ein bisschen Platz machen. So, alles nach links verschieben, dass die Maus etwas Platz hat. Ich würde mich schließlich auch nicht drehen können. So, wunderle. Und wir wollen doch jetzt mal ganz neugierig gucken, was sich hier verbirgt. Wo hat uns dieser Gang hingeführt? Okay, ich bin jetzt so erschrocken. Der hat sich auch noch selber mit einer Granate beworfen. Ja, der ist ehrlich intelligent. Herrlich intelligent. Schafft es nicht, uns auch noch ein Härchen zu krümmen. Okay. Lebt er noch? Lebst du noch? Oder hast du dich jetzt in die Luft gejagt? Der hat sich in die Luft gejagt. Er hat es erfolgreich geschafft, sich in die Luft zu jagen. Und uns einmal ganz kurz getroffen. Nein, hat er nicht. Der stand einfach nur da und hat gewartet. Gut. Umso besser für uns. Oh, das heißt nichts Gutes, diese Munition zu kriegen. Das heißt üblicherweise, dass wir sie brauchen. Da ist noch mehr. Aber wir haben wieder Teleporter-Munition bekommen. Das war unklug von mir. Ich habe nicht richtig getroffen, aber das ist nicht schlimm. Ich sollte übrigens jetzt nicht mehr ständig hin und her mich bewegen auf euren Ohren, weil ich das Mikro nicht mehr direkt vorm Mund habe und daher, wenn ich mich bewege, relativ zum Mikro in meinen Winkel nicht mehr allzu viel ändere. So, dann schauen wir mal. Hier hoch. Da ist nichts. Okay, so super vorsichtig müssen wir nicht mehr sein. Wir haben jetzt schließlich wieder volle Lebensenergie. Ah, jetzt sind wir hier oben, wo der Mörser war. Oh, das ist ja fies. Ich kann hier feuern. Die haben sich eben zu mir teleportiert. Wow. Ich setze mich mal gerade hin. So. Ja, ich will etwas... Das wollte ich nämlich machen. Jetzt kommt dann natürlich direkt was raus. Das sind Aliene. Die Leute, denen diese Waffe höchst eigen ist. Aber die scheinen mich gar nicht richtig zu bemerken. Von daher kann ich sie genüsslich unter Beschuss nehmen. So, nachdem wir schön warten, bis ich wieder aufgeladen bin. Dafür brauche ich auch keine Munition. Weißt du was? Nochmal bumm. Entweder macht das Ding keinen Schaden. Das scheint er gemerkt zu haben. Jetzt sind sie auch weg. Dann gucken wir mal, ob das ausgereicht hat. So. Ich will natürlich durch die kleine Tür erstmal. Das geht auch super. Okay. Daten werden geladen. Ja. Ich habe eben keine Taste mehr gedrückt. Hängt der da fest und ich kann ihn behaken. Sehr schön. Zwei Salven reichen nicht aus. Die dritte Salve interessiert ihn nicht. Egal. Ich habe jetzt Geduld. Da war's. Zu Ende mit ihm.
ist noch einer. Nein, das hat noch nicht gereicht. Okay. Ich glaube, das mache ich nochmal. Das war doch schon viel besser. Wenn man weiß, was einen erwartet, dann kann man natürlich viel besser darauf reagieren. So, hier nochmal nachladen mit, nein, ich will nicht T sagen. Dann mache ich das ja trotzdem. Ich will R drücken zum Nachladen. Ich könnte aber hier mal mit T das Lambda-Symbol an die Wand schmieren. Ist eigentlich fürs Multiplayer, ich glaube sogar damals ging das nicht im Singleplayer. Nun egal. Lieblingswaffe kommt zurück. Richtig konfigurieren, speichern und weiter gucken. Okay, hier ist ein Hubschrauber. Der könnte weitere Black Ops bringen. Daher. Ja, nein. Damit fangen wir gar nicht erst an. So. Freund, wie wäre es, wenn ich hier eine Granate reinwerfe? Oh. Okay. Ich sag doch, es ist kein gutes Signal, wenn wir diese Munition bekommen. Und gut. Dann machen wir den mal platt. Oder versuchen es zumindest. Aha, der schießt also erstmal noch gegen Aliens. Der ist hier hinten irgendwo. Schießt noch gegen das Alien. Und ich bin voller Munition zu schießen gewesen. Ein Treffer hat gereicht. Weißt du, was wir dann machen? Wir ja auch mal so eine Rakete in das Gesicht jagen. Und da hinten war ja noch Munition. Für eben die Waffe. Die können wir doch jetzt einsammeln. Ja, okay, ich weiß, das ist jetzt etwas umständlich. Wo war der Funkeeingang? Ach nee, da müssen wir den ganzen Quatsch nochmal machen. Nee, da habe ich keine Lust drauf. So. Da hat es das Spiel geschafft, dass ich nicht zurück will. Obwohl ich es wahrscheinlich hätte gekonnt. So, schauen wir mal. Das war Glück, dass wir das überlebt haben. Okay, dann schauen wir mal weiter. Da ist Elektro. Batterien. Das Auto steht wahrscheinlich unter Strom. Das können wir rausfinden, nachdem wir gespeichert haben. Nein, tut's nicht. Gut, okay. Faradayscher Käfig und so. Was haben wir hier? Einmal alles untersuchen. So. Ein Dumpster Fire, was im Englischen ein Ausdruck dafür ist, dass etwas glorreich am Kaputtgehen ist. Teleporter, das sind zwei Schüsse des Teleporters, 40 Energie. Schauen wir mal weiter. Da war da irgendwas? Ja, das ist die Leiter. Ist auch nichts, da kann ich nicht hoch. Okay, dann wollte ich sagen, gehen wir hier hoch. Okay, dann muss ich
den Sprung, den Dingssprung machen. Jetzt hier hoch, wohl. Okay. Damit komme ich hier hin. Und weil hier eine Leiter ist, die im Spiel immer etwas fiddelig sind. Einmal speichern. Ach genau, stimmt ja, F9 war ja jetzt schnell laden. So, und dann crouchen wir hier durch. Sehr schön. So, ich kann mich tatsächlich hier an gar nichts erinnern. Also, das kommt mir alles nicht bekannt vor. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, nein. Damit haben wir den Strom ausgeschaltet. Und ich gehe davon aus, dass ich jetzt wieder gegen irgendeinen Hubschrauber oder so kämpfen muss. Wir haben doch hier das Scharfschützengewehr. Wo man mit der rechten Maus das da reinzoomen kann, wenn ich mich nicht irre. Ah, okay, das ist nur ein toter Soldat. Nur ein toter Soldat ist eigentlich auch. Eigentlich was total Trauriges, nicht? Ist ein Soldat gestorben. Ah, die Idee ist jetzt wahrscheinlich, dass ich hier rüber kann. So viel zu dem Thema. Ein neues. Einmal dieses Kabel entlang, auf das drauf und hier hoch. Lebensenergie einsammeln, speichern. Das Prozedere kennen wir ja. Okay, schauen wir mal. Hier könnte man eventuell reinbrechen. Was ist da? Zeugs. Oh, okay. Zum Thema reinbrechen, da ist schon offen. Gut. Sehr schön. Von dem Geräusch her würde ich jetzt Black Ops erwarten. Nein, die hier. Da hinten war noch was hinter dem Auto. Oh, einer von denen. Das war nicht klug. Keine kluge Waffenwahl. Rollt. Das ist mies. Ich lade nochmal. Und jetzt werde ich erstmal meine Waffe auswählen. Nehmen wir mal die hier. Nein. Der hatte sich eben so bewegt, dass ich dachte, der wäre, umgekippt. Und den habe ich irgendwie übersehen, obwohl ich mich umgedreht hatte. Das geht nicht. Gut. Ja, lass mir die halt mal an. Soldaten zu sein. So, und da hinten sind auch wieder Soldaten. Vielleicht Black Ops, vielleicht von mir. Black Ops. Das geht also schon. Okay, ich will erst mal gucken, dass die da hinten mit ihrem Kämpfchen fertig sind. Um möglichst wenig auf dem Hochballern zu müssen. So, dann schauen wir mal. Was, eine Munitionsverschwendung? Da geht's nicht weiter. Und ich gehe davon aus, dass ich hier hoch... Nee, ich muss nicht hier hoch, aber da oben ist ein Wachmann. Tut mir nicht weh. Dann erzähle ich dir ein Geheimnis. Ich habe mich hier versteckt und gelauscht. Also diese Black-Ops-Typen, die haben so eine Art Bombe. Ich
glaube, die wollen die Basis in die Luft jagen. Verstehst du, warum die sowas tun? Diese Wachmänner werden irgendwie für meinen Geschmack etwas zu dämlich dargestellt in dem Spiel. So nach dem Motto, es sind ja nur Wächter, die müssen ja kein Gehirn haben. Okay, die Black Ops Leute haben eine Bombe und die ging es natürlich doch weiter. Das war mir schon klar. Aber ich wollte noch die Kisten kaputt machen und die Sachen einsammeln. Dann wollen wir doch mal gucken, was hier ist. Nein, das ist der Knopf. Es ist wieder hängen geblieben, genau in dem Moment, wo ich die Taste losgelassen habe, was dazu führt, dass er das Tastenloslassen nicht checkt. Mann eingesperrt scheinbar. Das sieht doch gut aus. Bist du übergeschnappt? Ich mach die Tür erst auf, wenn jemand die Bombe entschärft. Okay, die Bombe. Das sollte man natürlich wissen, wo die ist, um das tun zu können. Ah, Moment, hier geht's durch. Vorsicht mit dem Ding. Hab alles unter Kontrolle. Halt einfach die Augen. Hä? Ich musste nur E drücken, um die Bombe zu deaktivieren. Das war einfach. So, nur hör mal, die Bombe ist entschärft. Lässt du mich jetzt rein? Oh Mann, das war knapp. Nix wie rein hier. Von hier rauszukommen wird nicht einfach sein. Der einzige Weg nach draußen führt durch die Lagerhalle auf Level 4. Aber da sieht's übel aus. Die Black Ops hatten da einen Testraum, bis die Aliens reingekommen sind. Falls du es schaffst, da durchzukommen, musst du uns unbedingt hier abholen. Ah, das krieg ich schon hin. Hier gibt's nochmal Ausrüstung. Teilung. Und dann geht's auf den nächsten Abschnitt. Es sind Aliens rausgekommen. Ich gehe mal davon aus, dass ich die da brauchen werde. Die nachzuladen. Schadet auf keinen Fall. Okay, es geht runter. Die Öffnung könnte auf jeder der vier Seiten. Nee, auf zwei Seiten kommen. Und da ist sie. Okay, wir haben reguläre Black Ops und diese Black Ops Ninjas. Also bin ich mal etwas leiser und horche. Da bewegt sich was. Ich muss mal meine Kopfhörer ein Stück leiser drehen. Ich höre mich nicht. Selbst nicht mehr reden. So. Natürlich gehe ich her und drehe in der Post-Production das Spiel leise. Das war sehr costly.
Zeug. Das war doch schon viel besser. Viel Munitionskosten, Lebenskosten effektiver. So, das ist auch weg. Der sitzt schon da. Und also der Konzert, die Ninjas. Und verschwindet. Der sitzt da und denkt drüber nach, was er getan hat. Jawohl. Die großen Kisten kriege ich nicht klein. Sind hier tatsächlich als Wände gedacht. So. Bin ich an der Seite mit dem großen Geschütz. Ich bin nämlich hier an dem Ding hängen geblieben, da hatte ich viel weiter zurück. So, ich brauche die Kisten hier nicht, weil hier ist ein Aufzug. Überraschen. Die hätte ich beinahe nicht bemerkt. Da kam aus dem Nichts eine Granate angeflogen. Hier hoch, dann brauche ich noch mal einen kleinen Lift, um hier hinzukommen.
Ich bin mir sicher, das aktiviert sich jetzt in dem Moment, wo ich hier drauf gehe. Nein, tut's noch nicht. Okay, das war falsch. Na gut. Da ist nichts drin. Dann eben nochmal die ganze Pfarrei. So. Also hier kann ich einfach so hin. Einmal hier rauf, einmal hier rauf. Huch. So, dann geht's dahin. Dann muss ich hier hin, um auf die Palette zu kommen. Mit der kann ich mich. Schaffe ich mich den Sprung. Ansonsten ist das alles nämlich immer zu hoch. Einmal hier hin, einmal hier hin. Hier fliegen die Dinger rein. Die haben letztes Mal uns auch schon gesagt, wo wir lang müssen. Ich gehe mal davon aus, das tun sie jetzt auch. Nehmen uns mal hier das starke Gewehr. Mich noch nicht behaken bisher. Wir haben sogar mit einer Granate mal getroffen. Tatsächlich sind die Aliens aber stärker hier. Der konnte mich jetzt gut beschießen die ganze Zeit. Das war unklug, um es mal einfach auszudrücken. Ich glaube, ich sollte einfach nochmal laden. Das ist das Ärgerliche, der mit seiner blöden Granate. Okay. Der schmeißt die und ich weiß gar nicht, wo der ist. Dann halt so. Auf den Boden mit mir. Oh, tja, du scheinst kleine Dackel zu sein. Also, du musst unbedingt da runter. Irgendwie kommst du da durch und, oh Mann, ein paar von deinen Kumpels sind vorhin runter. Ich habe hier ein paar Waffen gehortet. Nimm so viel du kannst, du wirst sie brauchen. Viel Glück, Corporal. Ich glaube, ich lade das nochmal, damit ihr das Gelaber von ihm auch richtig hören könnt. So, also hier hoch. Darüber. Ich könnte noch eins versuchen. Nein, ich kann keinen Zwischenschub da drüben auf dem
Und wir machen also hier hin. Da hätte ich wahrscheinlich wieder gekriegt. Okay. Tumptidu hier hin. Hier rüber, darüber. Noch ein Stück tiefer hier hin, um noch tiefer zu kommen. Sehr schön. Die sind sogar gar keinen Schaden genommen. So. Und jetzt. Tja, du scheinst ein netter Kerl zu sein, Corporal. Also, du musst unbedingt da runter. Irgendwas kommt da durch und, oh Mann, sieht das vielleicht fies aus. Ein paar von deinen Kumpels sind vorhin runtergegangen, hab sie seitdem nicht mehr gesehen. Ich hab hier ein paar Waffen gehortet. Nimm so viel du kannst, du wirst sie brauchen. Viel Glück, Corporal. Danke. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. Und einmal heilen und aufladen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir uns nach unten begeben und schauen, was da unten reingekommen ist, was dem Herrn so viel Angst macht. Also, ciao, miau.